Hi ihr Lieben, willkommen zum Freitagsvideo. Ich drehe wieder vorab einmal schnell, ja schnell ist ja immer relativ gesagt bei mir, ne? Die neuen Produkte ab, bevor das Papier gleich wieder zerstört ist und ich euch das gar nicht im Ganzen schön zeigen konnte. Und ihr seht es vielleicht von oben nicht, aber von der Seite, es gibt wunderschöne neue Papiere. Wieder etwas, wo man ganz schlecht dran vorbeikommt. Und ich fange gleich mal an mit dem, was hier oben drauf liegt. Es heißt Untersommert und ist nochmal ein Papier, das ins Maritime geht und finde ich super schön. Dazu gibt es ja auch wieder passende große Papiere. Ich habe jetzt nichts vorbereitet, oder? Doch, hier, jetzt habe ich noch einen Rest an. Guckt mal, hier gibt es ja auch von Kreativ Depot dieses Papier passend dazu. Ne? Das war mal 30x30 groß. Und jetzt gibt es halt so einen kleinen 15x15 Aufleger, wo man nochmal so einzelne Sachen schön ausschnippeln kann dazu. Hier unten steht, gegen Untersommerung oder Stress ist wasserlöslich. Der Spruch ist ja auch sehr gut angekommen, habe ich mitbekommen. Gibt es in dem Stempelset. Leute, ich kann es jetzt nicht alles rauswühlen, sonst geht es wirklich hier wieder ins Unendliche. Und ich muss auch nochmal so gucken mit der Stimme, dass ich nicht ganz so viel sabbel. Also es gibt dazu ein Stempelset, da steht auch drin, Stress ist wasserlöslich. Ich bin der Meinung, das heißt Stempel für Tags. Da war das mit dabei. Also das habe ich gleich mitgenommen, musste mit. Und in meinem Kopf entsteht da auch schon ein kleines Mini-Album, denn im Oktober versuchen wir unsere AIDA-Reise nachzuholen, die ja aufgrund von Corona damals ausgefallen ist. Ja, so fing das ja schon an mit Erkältung, Erkältung, Erkältung. Und so geht es irgendwie auch weiter. Und jetzt zu der wunderschönen Papierserie, beziehungsweise ich hole mal das hier noch hervor dazwischen. Hier seht ihr schon, das passt auch so dazu, diese Sommerranken. Aber vielleicht erkennt ihr auch diese Papiere, die waren ja auch in groß schon die letzten Wochen mit dabei. Und auch hier dieser Hintergrund mit dem Rastermuster und dieses Sommergelb und dieses Rosa war ja auch schon die letzten Wochen mit dabei. Also ist ein Papier, was super zu den anderen Papieren passt, die so an den Freitagen eingezogen sind. Und hier steht sowas drauf wie Du fehlst oder Schätzelein, alles Liebe, Good Vibes, denk an dich, du bist die Beste, Freundschaften wärmen die Seele. Also sind auch schöne Aufleger wieder für so Goodies zum Verschenken. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob es diesen Freitag jetzt gerade neu reingekommen ist oder ob ich es mir einfach von letzten Freitag mitgenommen hatte. Kann auch sein, dass es das schon gibt. Aber ich wollte es euch nochmal gezeigt haben, wie gut das jetzt zu den neuen Papieren passt. Denn die sind definitiv jetzt erst in den Shop gewandert. Und ich fäche es mal auf, denn ich liebe es, dass die Papiere wieder so toll zusammenpassen, die heute neu erscheinen. Warte mal, Moment. Mein Tee hier beiseite räumen, sonst passt das nicht. Zack, zack und zack. Ich glaube, das sind alle ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Papiere in wunderschönem Türkis. Das ist ja Charlies Lieblingsfarbe und ich finde sie auch sehr, sehr schön. Das ist so mehr so ein Meer-Türkis, ne? Nicht ganz so knallig, sondern eher pastellig und ich liebe ja pastellige Töne. Also wir haben dabei Sommerranken hell, Sommerranken dunkel wollte ich gerade sagen, aber es heißt nur Sommerranken und ich finde die Farben schön, ich finde das Muster schön, es ist einfach nur schön. Und dann kommt hier diese Serie und das heißt Sommerrascheln. Das was hier oben drauf liegt ist Sommerrascheln 2. Alle Papiere sind diesmal einseitig bedruckt und es hat einfach schönes Muster, ne? Einfach traumhaft schön. Und ich denke, ich werde da ein Mini-Album auf alle Fälle draus zaubern. Vielleicht nochmal so ein paar Bilder von unserer Hochzeit da wieder aufgreifen. Muss ich gleich mal gucken, was ich damit machen möchte. Dann haben wir hier Sommerrascheln Grüße und das ist diesmal so ein quadratischer Aufleger, also so 3x3 Inch. Und ihr seht schon, ne? So ein paar Sprüche mit dabei für dich. Viele Grüße, alles Liebe. Aber eben auch wieder Kränze, Blumen, die man ausschneiden könnte. Oder hier so eckige Aufleger. Kleiner Glücksmoment. Ganz hübsch. Und hier haben wir
Sommerrascheln 1. Das sind eben wieder die rechteckigen Aufleger in den Maßen 3x4 Inch. Und ja, die Motive wiederholen sich ein bisschen. Passt einfach alles sehr schön zusammen. Und als letztes Papier habe ich dann hier noch wieder so ein Hintergrundpapier bzw. so ein Basispapier, das heißt Sommerrascheln. Da sind dann nur die Ranken drauf. Eignet sich sehr schön, um die Außengestaltung für Alben zu machen, finde ich. Solche kleinen Muster ganz angenehm, ganz hübsch. Da wäre mir hier sowas zum Beispiel etwas zu wild, finde ich. Aber es ist so mein Geschmack. So, das waren die Papiere. An Stempeln habe ich, glaube ich, 3 Stück mitgebracht, mir ausgesucht. Ich habe mal wieder einen Hintergrundstempel eingepackt, obwohl ich die einfach viel zu selten benutze. Aber ich kam an diesen kleinen süßen Herzchen und Pünktchen nicht vorbei. Er heißt Feiner Hintergrundstempel. Und ja, ihr seht es ja, er macht wunderschöne, kleine, zarte Muster. Dann habe ich ein Bundle und das wird wieder einschlagen wie eine Bombe. Stempelset und Stanzen Designline Du Bist. Und ihr seht es vielleicht schon, das sind die Stanzen. Es ist ein Stempel-Stanzen-Set wieder von Obligi-Stempel. Oh Gott, ich zerstöre es total. Und zwar mit Schriftzügen. Es ist wieder ein kleines Stempelset, wie das, was eigentlich schon bei mir so mein Lieblingsstempelset geworden ist. Auch das Stempelset heißt Du bist toll. Und da sind die Sprüche Vermisse dich, Du bist toll, Wir gratulieren, Herzensmensch, Gute Besserung und Mit Liebe gemacht dabei. Und das ist auch wieder eigentlich wie für mich gemacht. Ich liebe es einfach, weil es einfach so schöne Sprüche sind zum Verschenken von kleinen Goodies. Dieses Du bist toll, Herzensmensch, Mit Liebe gemacht ist ja, sind meine Sprüche. Die brauche ich immer. Gute Besserung finde ich auch toll. Wir gratulieren finde ich toll. Vermisse dich ist jetzt nicht so meins. Sowas sage ich nicht so oft, aber das ist halt mein Charakter, ne? Komm aus MacPom. Da hauen wir mit Gefühlen nicht so um uns. So. Und dazu natürlich die passenden Outline-Stanzen. Finde ich wieder perfekt. Ich mag dieses Set sehr, sehr gerne und so viel sei verraten, es ist nicht das letzte. So. Und dann das letzte Stempelset wird weihnachtlich und ich denke, heute werde ich meinen ersten Adventskalender, wenn ich es so nennen kann, in Angriff nehmen. Mal gucken, wie mir ist. Und das ist halt das Set Fröhlicher Adventskalender mit diesen wunderschönen kleinen Zahlen. Und ich muss mal gucken, ob ich die passende Stanze dazu finde, wo das raufpasst. Ich hatte gerade überlegt, ob das zu den Briefmarken passt. Das können wir ja mal testen. Also ich habe hier die Briefmarkenstreifen 2. Und da sind ja diese Aufleger dabei. Ich hasse es, dass das so doll klebt. Ich mag nämlich nicht, dass das immer zerstört wird hier. Ich alter Monk. Ob da was dabei ist. Man könnte, ja, also ich würde sagen, das passt genau hier rein, oder? Nee, nicht genau. Es ist, die Briefmarke ist nicht quadratisch, die ist leicht rechteckig. Man könnte sie hier drauf stempeln, wenn man damit leben kann, dass der Rahmen links und rechts etwas breiter ist als oben und unten. Da bin ich ja auch schon wieder, ob ich damit leben kann. Mal gucken, ob ich noch was Besseres finde. So. Also, hier möchte ich nämlich so einen Tee-Adventskalender machen. Hab jetzt Tee gekauft für meinen Hals und da kann man sowas bestimmt auch gerne mal verschenken. So, und das letzte Produkt, was ich mir eingepackt habe, ist wieder ein Prägefolder. Und dieser heißt Blattwerk und ist 11 x 15,5 cm groß. Und der prägt halt wieder wunderschön diese Blätter rein. Also ein, zwei Karten
versuche ich fertig zu bekommen. Meine Ideen sind wieder so viele und eigentlich sollte ich mich ausruhen. Mal gucken. Wir sehen es ja gleich, was ich so im Laufe der Woche jetzt schaffe. Hauptsache, ich habe erstmal alles abgedreht und euch gezeigt, ihr Lieben. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Watch Me Craft. Bevor es jetzt zum Watch Me Craft übergeht, zeige ich euch einfach nochmal vorher schon, was ich denn gebastelt habe, damit ihr wisst, auf was es was jetzt als nächstes kommt, ob sich das lohnt, für euch noch dran zu bleiben. Und zwar sind die Kartenaufleger so ziemlich alle verbastelt. Es ist eine simple, süße Karte entstanden mit dem Prägefolder. Und hier seht ihr schon, bei mir ist in der Zwischenzeit noch ein weiteres Papier angekommen vom letzten Freitag. Dieses wunderschöne Transparentpapier mit den Schmetterlingen. Da habe ich schon ein paar ausgeschnippelt. Die passen nämlich ganz zauberhaft ebenso zu den neuen Papieren für diesen Freitag. Von den Farben her, wie ich finde. Überall sind die Schriftzüge drauf gelandet mit den Outline-Stanzen. Ich kann mich nur wiederholen, ich liebe, liebe, liebe sie. Dann habe ich hier noch einen kleinen, dünnen Loaded Envelope gebastelt mit einer passenden Karte. Text ist schon drin. Und ja, einen kleinen Dankeschön, wo ich noch was verschenken möchte und verschicken möchte. Und das hier wird ebenso ein Geburtstagsgeschenk, ist eine Verpackung geworden mit obendrauf einem Leporello. Aber das seht ihr gleich im Ganzen, wie das entstanden ist. Genau, da muss nur noch der Text hier vorne rein. Dann kann das nämlich sich auch schon auf die Reise machen. Eine simple Karte habe ich hier noch aus dem letzten. Ich dachte, es wäre letzter Aufleger, aber einen habe ich noch gefunden dazwischen. Könnte man eigentlich noch so eine simple Karte machen. Wunderschön, die Papiere. Entstehen ganz tolle Sachen mit. Also, ich liebe diese Serie wieder. Und dann habe ich tatsächlich etwas Weihnachtliches jetzt gebastelt. Und zwar hatte ich da eine Idee zu einem Tee-Adventskalender. Und das hier ist der Prototyp, der fertig geworden ist. Im Prinzip habe ich hier ein paar Papiere verbastelt, die jetzt nicht zu meinen Lieblingspapieren gehören. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich den jetzt groß bei Instagram schon zeige. Ich werde den wahrscheinlich nochmal neu basteln mit Papieren und Design, was ich wirklich wunderschön finde. Aber hier habe ich jetzt wenigstens die Maße schon und das ist super funktioniert. Man kann hier so ein bisschen durchblättern, sich die Nummern suchen und dann sind da hier eben die Teebeutel drin versteckt. Muss ich nochmal ein paar verschiedene Sorten kaufen, dass man auch ein bisschen Abwechslung hat für den Beschenkten. Ja, muss mal gucken, wie lang das Video wird, ob ich die Anleitung von dem Prototypen hier für meinen Tee-Adventskalender schon mit in dieses Video verpacke. Aber das seht ihr dann gleich. Also ihr Lieben, viel Spaß beim Watch Me Craft, das jetzt dann endlich folgt.
So, loaded envelope. Das heißt, die erste Tasche passe ich jetzt hier auf diese Hydrogel-Gesichtsmaske an. Die soll 12 cm breit sein. Und dann habe ich 17 cm in der Länge mir so gedacht. Das heißt, hier bleiben noch 4 cm übrig. Das heißt, die Tasche kann ruhig 2 cm dick werden. Dann habe ich immer noch eine Lasche von 2 cm zum Umklappen. Genau. Also, erstmal Falzbrett her. Jetzt habe ich gesagt 12 cm, ne? Also lange Seite anlegen bei 12 cm. Einmal falzen. Und dann bei 24 cm. Nochmal falzen. Und dann brauche ich eine Klebelasche von, was weiß ich, 2 cm, also lege ich bei 26 an und schneide den Bums hier ab. Das schafft die Klinge gerade noch so. Aber schön ist nicht, ne? Ist ja nur die Klebelasche, sieht gleich keiner mehr. So, jetzt die kurze Seite anlegen. Und dann habe ich gesagt, bei 2 cm falzen. Und bei 4 cm falzen. Dann schneide ich das, die lange Seite hier lieber mit meinem Schneidebrett ein und wo sauber wird der Schnitt. Und zwar so, dass da, wo die Klebelasche ist, auf der Seite hier unten, dann in dem Rechteck darunter. Oh, mein Kind ist da, spielt Fußball auf der Terrasse. Schule zu Ende, sehr schön. Dass hier unten drunter die Laschen stehen bleiben und dann ganz außen jetzt in dem Fall bei mir die Laschen wegfliegen können. Also lege ich es am besten so rum ein, dass ich es oben anlegen kann an der glatten Falzkante. So, und dann schneide ich, wie gesagt, gerade runter bis zum Kreuz der Falzlinie. So, dann habe ich hier wenigstens eine schöne saubere Kante. Dann gehe ich hier von unten ein bisschen schräg rein und zaubere mir hier eine Klebelasche. Zack. Also das hier wird eine Klebelasche, das heißt, ich kann von hier auch nochmal schräg anschneiden und die beiden kleinen Seitenteile werden Klebelaschen. Hier auch noch mal ein Dreieck raus und die Klebelasche hier schräge ich mir ein bisschen an. So, so sieht jetzt mein Grundgerüst aus für den unteren Teil und dann möchte ich hier oben so ein Dreieck raus haben. Das hatte ich, glaube ich, bei der Nathalie von Nagno Kreativ gesehen. Nee, Nagno, doch, ich glaube so, Nagno Kreativ hat sie. Ihr hat hier so ein Dreieck ausgezaubert. Warte mal, das ist aber zu groß, bin ich der Meinung. Ja, dann überlappt die. Also der 90 Grad Winkel funktioniert nicht. Dann muss ich mir hier einmal die Mitte ausmessen. Die liegt bei 6. Zack. Dann gehe ich hier 3 cm runter. Das ist auch okay. Und von dem Punkt aus dann nach links und rechts auf der Frontseite zu den oberen Kanten. So. Große Schere für lange Schnitte macht sich am besten. Ups.
Dann muss ich nur noch falten und zusammenkleben. Und ich glaube, das Prinzip habt ihr schon erkannt. Das ist ja easy peasy. Hier die Falzlinie. Da eine Falzlinie. Ach so, oh. Ich bin auch clever, ne? Ich habe hier unten einen Rand eingebaut, aber gar nicht an den Seitenteilen. Ach, Leute. Das ist, wenn man ein bisschen Matsch in der Birne ist. Wenn das die Front sein soll, muss ich die jetzt an den Seiten kürzen, ne? Oder geht es auch zu? Ja, es geht auch noch zu. Ja, dann brauche ich hier unten das ja gar nicht. Schade. Dann schneide ich mir hier einmal die Teilchen ab. Also wenn ihr eine richtige Kiste bauen wollt, dann müsst ihr natürlich hier links und rechts, also oben hier auch noch so Seitenteile mit einarbeiten von 2 cm. Das ist natürlich auch alles machbar. Dann hat man hier natürlich viel mehr Platz, um da noch was reinzustecken. Dann wird das hier so eine richtig schöne hohe Tasche, was eigentlich mein Plan war. Aber jetzt ändert sich der Plan mal wieder, ne? So. Ab dafür. Jetzt wird der Rückschlag halt noch einfacher als gedacht. Ab. Ab. Und hier oben muss die Lasche so eingekürzt werden, dass sie hinter dem Dings verschwindet. Zack. Hinter dem Ausschnitt. Reicht das? Ja, das reicht. Sehr gut. So, dann kommt hier einfach überall Kleber auf die Klebelaschen, wie beim Umschlag, ne? Ganz schnell gemacht. Passt immer noch rein, sehr schön. So, und jetzt kann hier vorne noch eine Tasche oben drauf. Da überlege ich, ob ich das gleich mit Designpapier mache. Ich habe hier noch diesen Bogen. Könnte sehr hübsch aussehen. Ja. So, diesmal aber vorher mal einmal nachdenken, dass ich ja auch Seitenteile jetzt mit einbauen möchte. Okay. So laut und klabberig hier, Mensch. So. Lineal. Also es muss 13 cm hoch werden, das Täschchen. Ja, das passt. 13. Dann brauche ich ein Seitenteil und ein Aufklebeteil. Seitenteil, Aufklebeteil und hier unten Seitenteil mit Klebelaschen für die Ecken und Klebelasche für untenrum. Wie viel Zentimeter nehmen wir da für das Seitenteil? Reicht da 1 Zentimeter? Die sind relativ dünn, die Jungs, ne? Ja. Also, 1, Klebelasche 2, ne? 1, 2. Und von der Breite her, was sieht hier gut aus? Ich brauche mindestens 9 cm, dann machen wir hier mal 10 cm drauf. 10 in der Mitte macht 14, 16 mal hier auch noch 1 und 2, 16 mal 16 cm. Falzbrett her. Und was habe ich gesagt? 2 cm links, 2 cm rechts. Also bei 2 cm ein Streifen machen und dann bei 3 cm und das auf 3 Seiten. Bei 2 und bei 3, 2 und 3. So, und hier unten fliegt alles weg, bis auf diese beiden kleinen Quadrate, die direkt neben den Falzlinien laufen. Zack. Und zack.
Anschläge nach den Anschlägen. So sieht das Grundgerüst jetzt für die vordere Tasche aus. Einmal alles nach hinten falzen. So. Dann klebe ich zuerst hier diese kleinen Klebelaschen in der Ecke, damit die Box sich aufstellt oder diese Box, ja, die Tasche. So. Jetzt fehlt noch ein bisschen Deko, ne? Baue ich das hier mit ein, eine Pflanze oben drauf. Hier ist die Karte. Eigentlich könnte ich die Karte hier so mit reinschieben, ne? Ganz nett. Oh, das gefällt mir. Kann man die hier so aufklappen. Da habe ich gleich ein bisschen Deko vorne drauf. Jetzt ist doch in der Zwischenzeit tatsächlich meine neueste Kreativdepot-Bestellung eingetroffen. Mit diesem wunderschönen Transparentpapier von letzten Freitag. Boho Schmetterlinge. Und da sind zauberhaft schöne Schmetterlinge dabei, die super zu dem Projekt passen. Vor allen Dingen hier die Farben sind ja auch eigentlich wie für das Projekt gemacht, ne? Also so ein mintiger Ton, Blauton und so ein brauner Ton. Das heißt, ich werde mir jetzt hier nochmal 3-4 Schmetterlinge ausschneiden und mit drauf packen. Und das soll ein kleines Dankeschön sein. Das heißt, ich nehme wieder mein Lieblingsset, meine Lieblingssets mittlerweile, ne? Seit dieser Woche. Und wie gesagt, lasst euch überraschen, da kommt noch mehr. Und ich liebe diese Dinger. Die Schriftzüge mit Outline-Stanzen von Frau Blütenstempel. Und hier ist das Dankeschön. Achso, ja, und ich habe mir auch noch 2 ältere Blattstanzen mitbestellt, die mir irgendwie durchgerutscht sind. Die würden hier, glaube ich, auch noch perfekt mit dazu passen. Ich überlege gerade, wie sie hießen. Filigranes Blattwerk? Ja, irgendwie so, ne? Ich glaube, ja. Oder sind mir die zu groß? Ich weiß es noch nicht. Ich überlege gleich mal. So, es ist tatsächlich jetzt nur ein Mini-Loaded Envelope geworden, aber es ist alles drin, was ich reinhaben wollte. Eine Möglichkeit, um hier Text zu hinterlassen. Also die Karte ist wie die Klappe hier vorne so gedacht. Und die süßen Schmetterlinge sind da jetzt drauf gelandet. Ein kleines Dankeschön soll es sein, das mit der Post verschickt wird. Und hier habe ich noch als Deko so eine Rosette auf einem, wie sagt man auf Deutsch, Strohhalm geklebt, Paper Straw. Hier meine Strohhalme, meine Papierstrohhalme von Söstrine Grene. Ich liebe sie sehr. Die haben immer so schöne Farben. Und dazu. Die hier bei der Rosette bin ich tatsächlich einmal fremd gegangen, aber ihr wisst ja eigentlich auch, wie man Rosetten selber machen kann mit der Zickzackfaltung. Ich habe jetzt diese hier benutzt, weil es einfach schneller für mich war, das einmal oder dreimal auszukurbeln, zusammenzukleben, fertig. Diese kann ich gleich wieder anstecken. Meine Heißklebepistole hat mich im Stich gelassen hier. War ohne Saft. Die lade ich jetzt erstmal wieder, damit sie beim nächsten Mal einsatzbereit ist und gleich helfen kann. Und jetzt ist alles drin, was ich als kleine Aufmerksamkeit verschicken möchte. Achso, vielleicht noch die Farben der Garne. Das ist einmal dunkles Meergrün und Salbei habe ich hier kombiniert. Ich finde, das passt ganz gut zu den neuen Papieren.
Jo, das wäre das kleine Projekt, was ich demnächst auf die Reise machen kann. Also für das Innenleben des Albums schnappe ich mir erstmal diese beiden Papiere, Sommerrascheln 1 und Grüße, und werde mir das zurechtschneiden. Und diesmal arbeite ich mit Inchmaßen, weil das einfach besser bei diesen Inch-Papieren auch hinhaut, diese 12x12 Inch. Und das ist eigentlich auch gar nicht so schwierig, finde ich. Aber ansonsten kann man das ja auch umrechnen lassen. Ne? Also ich lege das Papier bei 3 Inch an. Nee, bei 4 Inch. Das wäre ja auch schon wieder gut. Bei 4 mal 4 Inch. Also alles wird jetzt hier bei 4 Inch gekappt. So, jetzt nehme ich mir den Teil mit den 6 mal 4 Inch Auflegerpapieren und falze die bei 2 Inch. Und zwar gucke ich immer, wo ich bei den Mustern, auf welcher Seite ich da falzen kann. Das muss immer ja hin und her gehen. Und zum Beispiel bei diesem Muster wäre es schade, wenn ich das hier wegfalze und umklappe. Wobei, dann habe ich die Rückseite schon gestaltet, ja. Aber nee, ich werde immer gucken, dass ich hier diese Muster ganz behalte. Ich habe mir jetzt noch wieder einen unifarbenen Cardstock dazu geschnappt, und zwar ist das diesmal Kraft Sand von Faltkarten. Finde ich, ist ein total schöner Ton. Da werde ich mir noch mal mehr bestellen müssen. Und das passt einfach meines Erachtens nach sehr schön zu diesem gelblichen und vor allem dem grünen, mintigen Tönen in den Papieren. Und die habe ich mir jetzt genauso in den Maßen 6x4 Inch zugeschnitten und bei 2 Inch gefalzt. Und jetzt klebe ich mir das Leporello zusammen, indem ich immer auf die 2 Inch Falzmarke Kleber gebe und dann da das nächste Papier drauf ansetze. Und zwar so, dass es aber vor der Falzlinie kleben bleibt und nicht da drauf, ne? Dass man das nachher auch schön klappen kann. Und jetzt geht das immer hin und her. Ich habe jetzt immer im Wechsel den uniformen Cardstock und dann kommt wieder ein Motivpapier. So, während des Zusammenklebens und Bastelns hier hat sich der Plan gerade massiv geändert, denn das wird jetzt kein Fotoalbum, sondern eine Karte bzw. eine Geschenkverpackung mit Leporello-Karte. Inspiriert von, wo habe ich sie? Da hatte ich euch ja letzte Woche schon gezeigt. Hier diese Box, ne, die hier oben auch eine besondere Karte drauf hat. Diese, wie heißen die? Ich habe es vergessen. Ich kann es mir nicht merken, die so aufklappt hier oben. Ne? Von Karos Kreativclub mache ich jetzt auch eine Pralinenverpackungsgeschichte und obendrauf eben keine Karte an sich, sondern dieses Leporello. Das heißt, ich habe hier wieder eine Pralinenverpackung und die wird mit einer Banderole umschlagen und obendrauf kommt dann dieses Leporello.
das ich dann als Karte mit guten Glückwünschen bestücken werde. Denn diese Aufleger, die ich mir jetzt hier schon mit diesen Stanzen von Realize zurechtgestanzt habe, die haben einfach auch schon, also die Stanzen heißen wie der Squares with Rough Edges und Stitched Lines, also CL Nest XXL 128 ist die Nummer. Ihr müsst es eigentlich immer noch im Shop von Kreativdepot geben. Die sind einfach super schön, machen hier so einen Büttenrand und dann auch noch gestitchte Innenlinien. Da habe ich mir jetzt einmal, ich glaube, genau die viertgrößte Stanze geschnappt. 1, 2, 3, 4. Habe hier meine Quadrate, die passen da gerade so noch durch. Ein bisschen die Ecken schick gestanzt. Und dann habe ich hier ja schon so tolle Sprüche drauf. Ich denke an dich, alles Liebe, viele Grüße, kleiner Glücksmoment. Damit kann ich die Innenseiten schon mal die meisten davon gestalten. Und dann habe ich den allergrößten und den zweitgrößten genommen. Das zweitgrößte Quadrat wird einmal der Deckel. Da kommt dann hier oben noch ein für dich drauf. Und dann kann man das hier so, das Leporello einkleben. Und das ganz große kommt unten drunter. Dann habe ich überall einen schönen Rand. Hier kommt noch ein Band dazwischen, darf ich nicht vergessen. Und dann will ich die Pralinen hier mit diesem wunderschönen Papier einschlagen. Sommerrascheln 2. Das ist jetzt der Plan. Und dann kommt das so oben drauf. Ich glaube, das wird ganz hübsch. Ja, mir gefällt es jedenfalls schon ganz gut. So, dann packen wir mal die Pralinen als erstes ein. Beiseite, beiseite. Dafür messe ich mir einmal meine Pralinenpackung aus. Das sind 14,5 cm. Dann schneide ich mir hier, wie umwickel ich es? So rum. Also schneide ich mir hier 14,5 ab. Lege das hier oben einmal drauf. Und falze mir das schon einmal grob vor, so dass links und rechts ordentlich was übersteht. Jetzt habe ich hier schon so Markierungen, wo ich meine Falzlinien setzen werde. Das ist alles so wirklich Pi mal Daumen, ganz easy peasy gemacht. Ne? So, jetzt spiegelt das Licht so, jetzt sehe ich selber gar nicht, wo ich hier geklickt habe. So. So, dann messe ich mir jetzt einmal den Rücken aus. Das wird wahrscheinlich quadratisch sein, wa? 14,5 mal 14,5, jawohl.
Innengestaltung ist soweit vorangeschritten. Hier kommt Text rein und zeige ich euch gleich nochmal, was da jetzt alles so reingewandert ist. Jetzt kann das Leporello auf die Box geklebt werden. Das mache ich so, dass die Seitenteile, die offen sind, links und rechts sind, damit ich das später mit der Schleife, das seht ihr gleich, verhindere, dass die Pralinenpackung da rausfällt. Und diese Schleife, das ist jetzt hier so Kordelband. Habe ich, glaube ich, auch bei Kreativdepot irgendwann mal gekauft. Türkis und Weiß. 100 Meter sind da drauf. 2 mm dick. Ich glaube, das Türkis ist mir zu türkis, oder? Ja, ich bleibe nur bei Weiß. Wie immer, ganz einfach und schlicht. Und das kommt jetzt hier so drunter unter den Aufleger. Der Aufleger muss dafür ein bisschen erhaben sein. Das heißt, da kommt noch wieder so ein bisschen Foamtape drunter. So. Und wenn ich jetzt hier nämlich aufklappe, dann fällt das hier wunderschön beiseite. Und auf dem Rücken bleibt die Kordel ja locker. Das heißt, man kann das Leporello auch in diese Richtung aufklappen. Je nachdem, wie ihr Lust habt, es zuzubinden. Also ich kann die Schleife nach links binden. Dann klappt es so auf. Oder eben nach rechts binden. Und jetzt noch einmal das ganze Paket, wo ich euch auch nochmal erzählen kann, was ich denn jetzt alles so verarbeitet habe. Also, hier oben drauf die Papiere, das kennt ihr alles. Aber dieses Holzteilchen ist mal wieder seit langem ein Herzchen von Eules Werkstatt. Darunter habe ich Papierreste verarbeitet von diesem Rankenpapier. Und die Stanze gab es mal bei Kreativdepot, ist diese hier. Da habe ich diese Blätter genommen. Ich meine, jeder von euch hat doch bestimmt irgendwelche Blätter so im Fundus. Ich habe jetzt diese hier. Von der Größe her passten die einfach schön. So. Und wenn das aufgeht zu dieser Seite, ist es so, dass ich hier jetzt erstmal den Text reinschreiben möchte für die Person, an die es gerichtet ist. Dann habe ich hier noch mit ein paar Herzchenstempeln gearbeitet. So, machen wir mal so. Ich glaube, so könnt ihr es besser sehen, ne? Und diese Herzchenstempel stammen aus dem Stempelset zum Baby von Kreativdepot. Und da sind lauter verschiedene Herzchengrößen dabei. Und natürlich auch süße Häschen. Habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. War auch eine Zeit lang sehr, sehr beliebt bei mir. So. Dann geht es hier weiter mit den neuen Stanzen. Du bist toll. Und hier sind noch ein paar mehr irgendwo versteckt. Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Die stammen natürlich aus diesen neuen Sets von Frau Blütenstempel mit den Randstanzen. Finde ich einfach super schön. Und ich habe auch das alte Set hier verwendet. Glückwunsch heißt das Set mit den Randstanzen. Und hier sind auch die Herzchen wieder. Und das ist eine Stanze aus so einem Dreier-Set von letztem Jahr von Kreativdepot. Diese weihnachtlichen, Blätter. Dann ist hier das Lachen ist die schönste Art, Falten zu erzeugen. Ein Stempel von Carolas Bastelstübchen aus dem Set Es gibt Menschen. Ne? Da unten ist dieses Lachen und hier halt Es gibt Menschen, die schaffen es, dass man lauter lacht, dass man glücklicher ist und dass das Leben einfach schöner ist. Auch ein sehr schönes Set. Dann hier wieder ein bisschen Grünzeug auf der Seite und hier habe ich das Set Lieblingsgast verwendet. Ja, Lieblingsgast heißt es. Mit dem Wein oder jetzt in dem Fall ist es jetzt für mich ein Champagnerglas. Nein, natürlich. Passt halt, ist ein Glas, ne? Und da steht dann Zeit, Champagner zu trinken und auf dem Tisch zu tanzen. Hier hinten kann ich nochmal ein paar persönliche Worte oder sowas unterbringen. Und auf der anderen Seite geht es mit folgenden Dingen weiter.
Hier habe ich das Prägeherz. Herziger Kranz klein, diesen Prägefolder benutzt und per Hand einmal die Outlines ausgeschnitten. Da reingestempelt habe ich Lass dich feiern aus dem Set Stempel für Text 2. Ist hier dabei. Dann das Alles Liebe habe ich euch schon gezeigt, ist aus einem dieser Stempelsets von Frau Blütenstempel mit den Outline-Stanzen. Überall wiederholen sich diese Blätter. Das Glückwunsch ist auch aus den Sets von Frau Blütenstempel. Der Herzensmensch ist aus dem neuen Stempelset und mit den Outline-Stanzen von Frau Blütenstempel. Das Enjoy Life Eat Cake ist aus dem Set. Wie müssen sie noch? Guten Appetit, genau, wo es die Stanzen passend zu diesem Rahmen gibt. Und hier ist auch der Spruch Enjoy Life, Eat Cake mit dabei. Habe ich hier untergebracht, noch ein paar Blätter drunter geklebt. Dann kommt hier ein Oh Happy Day. Das war aus dem Stempelset Happy von Carolas Bastelstübchen. Da sind diese tollen Motive mit dabei. Oh Happy Day und alles so ein bisschen, ja, mit Sprenklern versehen. Und auf der letzten Seite ist nochmal eine Viel Glück Stanze bzw. Stempel- und Stanzenset von Frau Blütenstempel zu sehen. Ja, das ist das kleine Geburtstagskarten-Leporello und ich hoffe, diejenige freut sich, dass ich das diesmal so verwandelt habe. Ich hoffe, ich habe es zum Anfang schon erwähnt. Ja, doch, hatte ich, ne? Dass das die eigentliche Inspiration von der lieben Caro wieder stammt, aus Caros Kreativclub. So. Schleife. Oh, hier ist noch ein Happy Birthday übrig geblieben. Das muss ich noch irgendwo unterbringen. Das passiert jetzt noch fix. Da wird ja wohl noch irgendwo ein bisschen Platz sein, ne? So, für meine Idee für einen Tee-Adventskalender starten wir mit solchen Grundelementen. Und dafür brauche ich 6 A4 Papiere Cardstock. 6 Stück. Die schneide ich mir jeweils in 2 Grundmaße zurecht, und zwar 15 x 17,5. Das heißt, ich drehe das hier. Es sind nicht ganz 15, es sind dann 14,8 oder irgendwie so ein ungerades Maß, wo ich das Papier einmal halbiere und dann auf 17,5 einkürze. Das mache ich jetzt schon mal mit allen 6 Papieren. So, hier sind meine 12 Grundelemente und die lege ich jetzt mit der kürzeren Seite, also mit der 14,8 Seite hier oben an, bei 7 und bei 14 falze ich. So, jetzt lege ich die lange Seite, also die 17,5 hier oben an und falze bei 8 und bei 9,5. Als nächstes müssen hier von dieser Klebelasche einmal der Mittelteil rausgeschnitten werden. Das heißt, ich schneide sie erstmal von beiden Seiten ein und schräge auch die Enden ab. Den Mittelteil entferne ich nach dem Falzen. Das heißt, die Seiten mit der Klebelasche hier unten werden nach innen gefalzt. Klebelaschen hier so schön nach innen weg sind, kann man hier entlang der Falzlinie ganz gerade das Mittelteil wegschneiden. Dann falze ich mir auch schon mal die Mittelstege nach oben hoch.
und dann werden das später solche Laschen oder Taschen, nicht Laschen, Taschen, Taschen mit Laschen. So. Da kommt also hier Kleber auf die Klebelaschen. Und wenn man die dann so aufstellt, dann sperren die so schon ein bisschen auf, sodass dann später diese Teebeutel hier super reinpassen. Und damit man sie auch besser rausbekommt, habe ich jetzt hier einen 3/4 Inch Stanzer oder ich nehme lieber einen größeren, ne? 1 Inch Kreisstanze. Lege die genau mittig an, so dass ich in den Kreis gucken kann und stanze mir hier so einen kleinen Eingriff raus. Damit das alles schön gleichmäßig ist, lege ich die beiden übereinander, gucke durchs Loch und stanze auch bei der zweiten Tasche an der identischen Stelle den Halbkreis aus. Und das mache ich jetzt mit allen 12 Abteilungen hier, mit allen 12 Grundelementen. So, für das Grundgerüst des Adventskalenders habe ich hier nochmal grauen Cardstock in den Maßen 18,5 x 21,5 cm. Und es soll eine Rahmenbox werden mit einem 3 cm Rahmen. Das heißt, ich habe mir hier nochmal 13 cm Streifen zurechtgeschnitten. Das waren also 2 Designpapiere von Kreativdepot von letztem Winter. Und die sind 13 cm lang und jetzt hier die ganze Länge habe ich erstmal im Moment, denn ich muss jetzt noch mal kurz rechnen, wie lang sie denn werden sollen. Also ich habe 21,5 cm, das heißt, ich möchte auch noch einmal Laschen um die Ecke bauen. Die müssen also jeweils noch mal 2 cm länger sein. Auf beiden Seiten, also plus 4. 21,5 plus 4 sind 25,5 cm. Die beiden Teile, die 25,5 cm lang sind, falze ich jetzt links und rechts bei 2 cm auf der langen Seite. Und auf der 13 cm Seite werden sie alle gefalzt bei 3, 6, 9 und 12 cm. Die beiden langen Teile müssen jetzt hier oben noch beschnippelt werden. Und zwar brauche ich nur an der, also ihr habt hier unten die Klebelasche. Und bis zur zweiten Falzlinie, die Seitenteile möchte ich behalten. Der Rest kann weg. Das heißt, ich gehe einmal gerade runter. Und dann kann das alles schon einmal durchgefalzt werden. Das heißt, alle Falzlinien werden hier nach innen gezogen. Und dann
klebe ich die eigentlich auch schon mal an. Genau. Und zwar kommt hier Klebe auf die 1 cm Klebelasche. Und dann wird das hier genau Kante auf Kante geklebt. Ist der erste Teil. Und jetzt kommen diese beiden Seitenteile noch. Und hier müssen wir wieder ein Teil rausschneiden, damit sich das so in eine Gärung überlappt. Das heißt, ich lege mir das Teil so, dass die Klebelasche nach oben zeigt. Das heißt, gegenüber der Klebelasche, die Seite wird links und rechts 3 cm eingeschnitten. Also bei 3 cm und bei 1, 2, 3, 2, 3, bei 15,5 cm. 1, 2, 3, ja. Oh, mein Rechnen ist auch wieder gut. So, jetzt gehe ich erste, zweite Falzlinie und mache dort nochmal diese Markierung bei 3 cm und bei 15,5. Von dieser Markierung aus gehe ich jetzt nach außen zur dritten Falzlinie. Ganz nach außen. Das ist mein Verbindungspunkt. Und dann einmal hoch zu der 3 cm Markierung. Und diese halben Häuser, dieses Teil, das fliegt jetzt wieder weg. Hier abschneiden und einmal die Diagonale. So, wird genauso alles nach innen gefalzt. Jetzt kommt auch auf diese Klebelaschen, in den kurzen Seitenteilen, Kleber. Und das Ganze wird unten drunter geklebt. Dann klebe ich zunächst diese Klebelaschen hier noch an den Seiten fest, so dass eine richtige Box entsteht. Das heißt also, die Kante kommt an diese Kante. Damit ich die Seitenteile reingefalzt bekomme, knicke ich die kurzen Seiten ein bisschen nach außen erstmal. Und nun kommt hier auf die äußerste Fläche von außen Kleber. Dann gehe ich damit nach ganz unten. Stelle sie quasi einmal richtig auf die Kante und drücke sie dann flach an. Das auf der gegenüberliegenden Seite ebenso. Fast geschafft. Jetzt noch die Seitenteile. Auch hier kommt Kleber auf die
Außenseite auf das letzte Element. Und noch zusätzlich hier in dieses Dreieck. Und dann stelle ich auch hier das Papier erstmal genau mittig auf die Kante und drücke es dann nach unten. So, mal gucken, ob meine Berechnungen diesmal funktionieren. So, zumindest passen hier schon mal zwei nebeneinander. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 auch noch hier rein. Sehr schön. Ich glaube, jetzt habe ich es. Also hier kommt Kleber auf die Unterseite, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Und so befestige ich das dann in meiner Box, indem ich überall 0,5 mm Abstand lasse. So ist jedenfalls meine Berechnung, dass man da noch ein bisschen Spielraum hat.